Also mit TradeStation eignet sich das besonders gut, hier über den Scanner Werte auszuwählen, die dementsprechend eine hohe Dividendenausschüttung aufs Jahr haben. Wir haben jetzt hier in diesem Beispiel heute mal speziell alle Aktien zwischen 10 und 80 Dollar genommen, mit einem Volumen pro Tag im Durchschnitt von über 1 Million Stück. Durchschnittliches Call-Volumen, was ja dann für die Strategie wichtig ist, von über 200 Stück pro Tag. Und eine jährliche Dividendenausschüttung, was Sie hier am Ende sehen, von in der Form dann 3%. Das sind die Kriterien. Den Scan haben wir heute Nachmittag schon einmal laufen lassen. Kann es in der Form gern hier nochmal durchspielen, dass er im Endeffekt alle 8.300 Aktien scannt. 244 erfüllen jetzt die Kriterien. Jetzt geht er noch in das Call- und Put-Volumen rein. Oder besser gesagt, das Call-Volumen, und schlussendlich bleiben hier 157 Werte übrig. Die Werte haben wir jetzt in der Form in den folgenden Radarscreen eingefügt. Ganz oben sehen Sie so typische Werte, die prädestiniert sind dafür, eine gute Dividendenausschüttung zu haben. Nicht nur das, sondern auch einen recht stabilen Chartverlauf zu haben. Und die haben wir hier speziell ganz oben eingefügt, auf die schaue ich in der Form immer zu Beginn. Wir sehen hier die jährliche Dividende. Da sticht natürlich ein Wert raus mit 12%. Das ist NAT. Der hat natürlich auch sehr hohe Schwankungen. Das muss man fairer halber dazu sagen. Die anderen Werte, die jetzt so um die 3, 4, 5% liegen, wobei man SYMC in der Form einmal hier rausnehmen kann, mit 1,5% ist es natürlich zu gering, um dementsprechend hier einen Dividendentrade zu eröffnen. Aber die anderen sind in der Regel gute Werte, um auch, sag mal, längerfristig vielleicht in Aktien investiert zu bleiben und dementsprechend neben Dividenden dann auch noch weitere Prämien mit zu erzielen. Ja, unten haben wir diese Auswahl aus dem Scan mit eingefügt. Das sind jetzt alle Werte, wie gesagt, die diese Kriterien, die wir gerade kurz gesehen haben, erfüllen. Und ja, was diesen Indikator anbelangt, Sie haben einen Standard-Indikator mit im TradeStation implementiert. Wenn Sie mit der rechten Maustaste reingehen über Format All Analysis Techniques, werden Sie den finden. Der hat im Endeffekt fast die gleichen Anzeigen, die Sie hier sehen. Das ist das Ganze unter D, Dividends. Das ist standardmäßig von TradeStation mit drin und hat im Endeffekt nur eine Anzeige nicht, die ich hier noch mit ergänzt habe. Das ist die quartalsweise Dividende, dass wir auch wissen, wie viel Prozent wird denn aufs Quartal hier ausgeschüttet. Und da sehen wir, das ist ein kleines bisschen kleiner von der Schrift, dass ja, da waren schon zwei Werte dabei, die über 3%, hier sehen wir es, der Wert Vodafone und NAT, die haben über 3% Quartalsdividende. Vodafone sind jetzt mit dem Rückgang so etwas im Kurs, bei NAT sicherlich ähnlich, die ist auch etwas gefallen in den letzten Monaten. Aber das ist natürlich aufs Quartal gesehen ein recht hoher Wert. Und mich interessiert natürlich hier immer, was ist die quartalsweise Dividende, um mich jetzt von der jährlichen nicht ganz blenden zu lassen, weil es gibt natürlich Beispiele, wenn eine Aktie jetzt 80% an Kurswert verloren hat über ein Jahr und man ja bei der jährlichen Dividende die kompletten Quartale zusammenrechnet, kommen dann manchmal sehr hohe Beträge raus. Und da ist es halt wichtig, auf die quartalsweise Dividende zu schauen. Sie können sich es im Endeffekt auch ganz einfach ausrechnen. Sie sehen ja den Betrag hier absolut, was im nächsten Quartal zu erwarten ist, und können das natürlich dann zum Kurs ins Verhältnis setzen. Wenn wir mal kurz ein Beispiel vielleicht machen, ich sortiere das mal der Größe nach. Da sehen Sie, hier ist ein Wert, der hat 22% Dividende. Aktie ist momentan 11,10 Dollar wert. Wir haben hier 67 Cent Dividende, die hier ausgeschüttet wird. Die Aktie müssen Sie, das war letztes Jahr, 3. August 2015, vielleicht machen wir ein aktuelles. Da haben wir ja hier NRV zum Beispiel. NRV mit 14%, und aufs Quartal gesehen sind wir jetzt auch bei 3,7, sicherlich dadurch zustande kommen, dass die Aktie dementsprechend auch etwas gefallen ist in dem letzten Zeitraum. Und vielleicht ein extremeres Beispiel hier zu machen.
Haben wir hier NLY hat immerhin 11% aufs Jahr gesehen. Beim letzten Quartal noch 30 Cent Dividende ausgeschüttet. Das ist natürlich für einen Wert, der 11 Dollar wert ist, dementsprechend hoch. Jetzt könnte man sich von diesen 30 Cent oder von diesen 10, 11%, die Sie hier sehen, im Endeffekt blenden lassen. Aber wenn ich es aufs Quartal sehe, sind es nur 0,3. Also der kommt in der Form dann nicht mehr in Frage, weil hier wurde die Dividende drastisch reduziert, nur noch auf 4 Cent. Und das spiegelt sich halt bei der jährlichen Dividende einfach nicht wider, weil das alles zusammengenommen wird. Deswegen eigentlich nur diese Ergänzung dieser einen Spalte, dass wir das auch hier als Übersicht mit haben. Und wie bereits erwähnt, interessieren mich gar nicht so stark die ganz hohen Dividenden, weil ich dort weiß, dass entweder starke Kursschwankungen vorhanden sind oder diese Aktie natürlich auch eine gewisse Gefahr bedeutet, dass sie in der Form vielleicht schon sehr stark gefallen ist. Deswegen sortiere ich das Ganze nach den Next Quarter X. Also das ist der Tag nicht der Ausschüttung, sondern der Tag, wo die Dividende abgezogen wird. Und wir machen mal noch ein praktisches Beispiel hier für den Titel, den ich heute vorgestellt hatte, ABBV. Sortieren das erstmal danach. Da sehen wir jetzt Werte für September, August. Wir befinden uns im Juli. Also sollten wir uns mal die Werte jetzt anschauen, die alle nach dem 15. Juli bringen. Das sind einige Morgen dabei, die müsste man heute kaufen, wie AT&T und Verizon. Da wird morgen der Dividendenbetrag abgezogen. Dementsprechend wird sie morgen dann leicht im Minus eröffnen. Aber wir wollen natürlich einen gewissen Vorlauf haben und deswegen hatten wir heute gesagt, ein Wert, der hier von Interesse sein kann, ist ABBV. Aktie sehen Sie hier, aktueller Kurs 61,87. Dividendenausschüttung sind 57 Cent. Die Aktie besitzen müssen Sie vor dem 13. Juli. Da wird der Dividendenabzug durchgeführt und am 15. August wird Ihnen das dann auf dem Konto gutgeschrieben. Das ist erstmal soweit zu den Terminen und aufs Quartal macht das aktuell 0,92% aus. Ja, wie gehe ich jetzt in der Form weiter vor, wenn ich einen Wert gefunden habe? Wäre der nächste Schritt, erst einmal auf den Chart zu schauen, wo hat er die letzten Tiefkurse, was wäre vielleicht so Möglichkeiten, wie stark hat er die letzten 2 Wochen oder welche Schwankungen hat er die letzten 2 Wochen gehabt? So kann ich auch ungefähr schon mal abschätzen, was in den 2 nächsten Wochen dann passieren könnte. Und da sehen wir, hier hat er recht gute Tiefkurse hierbei, eigentlich so ein Doppeltief fast bei 58,50 oder knapp über der 58-Dollar-Marke. Und das wäre natürlich eine Möglichkeit zu sagen, man kauft die Aktie hier, um dann ganz sicher zu gehen, dass man auch nach unten möglichst eine gute Sicherheit hat, verkauft man den Call tief im Geld liegend. Da, wie gesagt, immer die Gefahr einer vorzeitigen Ausübung. Aber da geht es jetzt speziell darum, was müssen Sie beachten, wenn Sie eine Call-Option dann im Geld auswählen. Egal, ob Sie das jetzt bei TradeStation oder bei einem anderen Broker durchführen, muss uns die Option, die wir verkaufen, also quasi der 58 oder 58,50 Call, muss uns genauso viel Prämie bringen, wie der Abstand zu diesem Preis aktuell ist. Also wenn wir jetzt einen Preis von 61,90 oder 89 haben, brauchen wir in der Form Abstand zu 58,50, 3,49 Dollar Prämie für diese Option mindestens, dass wir erstmal break-even sind. Sollte natürlich immer etwas mehr sein, dass man bei einer Ausführung auch in der Form Geld verdient. Und das können Sie recht einfach und simpel sich merken und prüfen. Gerade hier über die Option Station Pro ist es eigentlich sehr leicht nachzuvollziehen, wenn ich hier ABBV einmal eingebe, gleich in die Rubrik Cabot Call gehe. Dann sehen Sie nämlich eins, wir brauchen natürlich eine Laufzeit erst einmal, die über die Dividendentermin hinausgeht. Das war der 13. Juli, dieser Abzugstermin. 15. Juli wird demnach reichen. Also brauchen wir die Aktie jetzt quasi nur die nächsten 8 Handelstage im Depot zu haben, um das dementsprechend handeln zu können. Wir hatten uns ja überlegt, so eine Möglichkeit wäre hier der Covered Call auf 60. Das liegt natürlich jetzt schon etwas näher am aktuellen Preis, aber da haben wir dementsprechend noch gute Einstiegsmöglichkeiten.
Und die ganz einfache Formel, um im Vorfeld zu prüfen, dass egal was passiert, ob sie jetzt vorzeitig ausgeführt werden oder ob sie am Ende der Laufzeit ausgeübt werden, dass in dem Fall immer ein Gewinn übrig bleibt, müssen Sie eins immer beachten. Sie sehen ja in der Mitte die Strike-Preise. Und ich muss einen Einstieg beim Covered Call erzielen, der unter dem Strike-Preis liegt. Weil diese Preise, die Sie hier links und rechts im Bid und Ask sehen, ist ja nichts anderes als Aktienkurs minus Prämie der verkauften Option. Und wenn die unter dem Strike-Preis liegt, dann haben wir in der Form alles richtig gemacht. Wenn wir vorzeitig ausgeübt werden oder am Ende der Laufzeit, bleibt auf jeden Fall ein Gewinn erhalten. Und ja, das sehen wir. Wir können in der Form, denke ich mal, sogar fast bis zu 58 hier rangehen. Wollen wir mal schauen. 58. Bit ist bei 57,75. Also sollte man irgendwo schon eine Ausführung unter 58 bekommen. Hier ist einmal eins wichtig. Einen gewissen Puffer braucht man natürlich. Sie haben einmal Ordergebühr für die Aktie, für die Option. Da sind wir jetzt bei jeweils 1 Cent. Also müssten wir in der Form schon mal mindestens 57,98 haben. Und zusätzlich kommt natürlich die Gefahr, wenn es tief im Geld liegt, dass die Käufer dieser Call-Option, also unser Gegenpart, vorzeitig die Option ausführen. Da entstehen auch Kosten in Höhe von 5,95. Also sollten Sie auch nochmal 6 weitere Cent hier einplanen, sodass wir so 8 Cent unter dem Strike-Preis im Endeffekt einen Einstieg maximal durchführen sollten. Alles, was darüber ist, kann bei einer vorzeitigen Ausführung in der Form ein Problem darstellen. Und wir sehen, beim Strike bei 60 ist es überhaupt kein Problem. Da ist der Ask auch schon deutlich unter dem Strike-Preis. Auch bei 59,50 kein Problem. Bei 59 auch nicht. Bei 58,50 ist der Bid dann schon, sieht es jetzt gerade eben nicht, der Ask jetzt schon, sage ich mal, etwas näher, immer noch unter dem Strike-Preis. Also hier kommen Sie sicherlich auch noch gut rein und bei 58 wird es höchstwahrscheinlich dann etwas Geduld benötigen. Aber da sind Sie wirklich unter den letzten Tiefkursen, haben nach unten wirklich eine weite Absicherung für diese 8 Tage. Und man muss sich ja überlegen, selbst wenn es vorzeitig die Ausführung geben sollte, bleibt ja in der Form immer noch mal ein kleiner Betrag übrig. Und das kann man in der Form je nach Risikoaversion immer durchführen, so 1, 2 Wochen vor diesem Ex-Dividend-Date. Wenn man mehr Zeit hat, Beispiel, was wir heute Nachmittag hatten, bei dem Wert CAT, Caterpillar, dass man hier im Vorfeld schon mal versucht, einen günstigen Einstieg über verkaufte Put-Optionen zu generieren, weil dann können Sie im Vorfeld schon mal Prämien einsammeln und können dann im zweiten Schritt den Covered Call durchführen. Das empfiehlt sich, wenn man, ja, ich sag mal, mindestens 3, 4 Wochen noch Zeit hat, eine liquide Option hat, die auch dementsprechend, ja, viele Optionsprämien anbietet, viele verschiedene Strike-Preise mit einem jeweiligen Open Interest. Und deswegen war heute aus dieser gesamten Liste, die wir auch gerade im Radarscreen gesehen haben, eigentlich nur der Wert ABBV zu empfehlen. Auch wenn wir da jetzt im Open Interest bei der Covered Call-Seite wenig sehen. Sehen Sie schon mit 28, was wir zu Beginn uns angeschaut haben, sind hier auch einige sicherlich auf den gleichen Zug mit aufgesprungen, um die Dividende zu erhalten. Einige sogar hier, sogar 2 Stück, auf den Covered Call 59. Und das sind natürlich jetzt sukzessive, bevor dieser Dividendenabzug geschieht, beliebte Positionen, die gerade auf solchen Werten, die sich in einem ja, soliden Segment da bewegen, ohne die ganz großen Ausbrüche zu haben, natürlich die sehr beliebten Trades, die man häufiger sieht.